Hi Freunde und herzlich willkommen zu meinem Fußball Q&A. Eure Fragen, meine Antworten. Vielen Dank nochmal an alle, die die Fragen gestellt haben. Ich habe einige Fragen bekommen und weil sie alle ziemlich gut waren, wollte ich auch keine aussortieren. Ich hoffe, das Video wird trotzdem nicht zu lange, aber ich würde auf jeden Fall sagen, vielen Dank für eure Fragen und ansonsten lege ich auch gleich los. Und die erste Frage kommt von Ugur Jazar oder wie ich ihn auch immer aussprechen darf. Welche Vereine, denkst du, werden in den nächsten Jahren die Champions League gewinnen? Wer ich mir vorstellen könnte, dass sein Titel auf jeden Fall verteidigen kann, ist der FC Chelsea. Thomas Tuchel als Trainer, ein Kader, der in der Breite und in der Spitze super aufgestellt ist. Also der FC Chelsea könnte es packen, den Titel zu verteidigen. Manchester City hat eigentlich den besten Kader der Welt, meiner Meinung nach. Aber mit Pep Guardiola, auch ein Trainer, der sich in großen Spielen gerne mal vercoacht. Und wenn Pep Guardiola weg ist, glaube ich, könnte Manchester City dann im zweiten Jahr, 2023 ist es dann, glaube ich, den Titel gewinnen. Und dann könnte Real Madrid sich zusammengefunden haben mit einer bärenstarken Truppe. Eduardo Camavinga ist zu Real gewechselt, ist einer meiner absolut Lieblingsmittelfeldspieler. Dann hat man 220 Millionen Euro für einen Mbappé, der im nächsten Jahr ablösefrei ist, angeboten. Und wenn sie ihn dann nächstes Jahr wirklich ablösefrei bekommen, haben sie immer noch diese 220 Millionen Euro und vermutlich noch viel mehr Geld. Mit denen kann Real Madrid auch eine Hammer-Truppe zusammenbauen und vielleicht habt ihr den Short von OneFootball dazu auch gesehen. Also das sind auf jeden Fall so meine Teams. Und dann haben wir natürlich noch die Bayern und Manchester United, die auch große Chancen immer haben werden auf den Champions League. Aber über die Bayern reden wir gleich nochmal mehr. Paris habe ich jetzt gar nicht aufgezählt. Ich glaube, in diesem Jahr werden sie sich zwar sehr, sehr stark spielen, aber sie werden sich noch ein bisschen finden müssen. Und das sind natürlich auch, ja, mit so vielen Superstars in der Mannschaft ist das natürlich auch schwierig. Und dann, wenn sie sich gefunden haben, ist nächstes Jahr vielleicht Mbappé weg. Und darum, glaube ich, wird es Paris weiterhin schwer haben, die Champions League zu gewinnen. Das ist auf jeden Fall meine Antwort auf diese Frage. Kommen wir zu den Fragen von Apfelanalysen und die Fragen vom lieben Paul beantworte ich natürlich immer gerne. Und die erste Frage ist, wen findest du besser, Haaland oder Levy? Und da haue ich erstmal eine These raus, würden die beiden ihre Clubs tauschen, würden beide weniger Tore erzielen. Ich glaube, Robert Lewandowski hat beim FC Bayern die besseren Vorlagengeber, aber Erling Haaland hat beim BVB halt auch einen Spielstil, bei dem man mit Tempo aus der Tiefe kommt und das passt absolut zu Erling Haaland. Und ich glaube, wer Standpunkt jetzt besser ist, kann ich nicht sagen. Beide sind unfassbar. Erling Haaland auch mit 3 Doppelpacks in 5 Bundesligaspielen und ist jetzt scheinbar auch kopfballstark geworden. Das ist absolut stark. Ich glaube aber, Erling Haaland wird die größere Karriere hinlegen, wenn er zum richtigen Club wechselt und vom richtigen Zeitpunkt zum richtigen Club wechselt, wird Erling Haaland, denke ich, die größere Karriere hinlegen. Wer jetzt die Torjägerkanone holt, kann ich nicht sagen. Zur Torquote von Robert Lewandowski kommen wir am Ende des Videos nochmal. Aber ich glaube auf jeden Fall, es wird ein enges Rennen dieses Jahr. Außerdem möchte Paul wissen, was mein Zweitlieblingsverein nach Bayern und für Leverkusen ist. Und Borussia Dortmund ist weit oben dabei, aber mein Zweitlieblingsverein ist tatsächlich Norwich City. Der Championship Premier League Verein, der dort ein wenig hin und her switcht zwischen Championship und Premier League. Sie haben absolut tolle Fans, sie haben tolle Vereinsfarben, ein tolles Stadion, tolle Torhymnen und Hymnen allgemein und ich feiere einfach die Fankultur von Norwich City. Ich feiere den Verein Norwich City, ich feiere auch die Spieler, die dort spielen, viele Deutsche. Ich liebe Norwich City. Nur schade ist halt, dass Farke für mich eigentlich kein so ein guter Trainer ist, weil auch gerade was man jetzt sieht in der Premier League, sie lassen sich von jedem abschießen, schießen kaum ein Tor. Das ist leider absolut schwach, aber trotzdem, meine zweite geheime Liebe ist Norwich City. Und er möchte wissen, ob es möglich ist, dass der FC Bayern München, ob ich glaube, dass es möglich ist, dass der FC Bayern München dieses Jahr nicht Meister wird. Und da gibt es viele ähnliche Fragen, auch von zum Beispiel Paul Paulsen oder auch Leon, der ganz echte Detektiv. Und die möchten alle wissen, wann es denn endlich soweit ist, dass auch jemand ein anderer Verein mal
Meister wird und der FC Bayern München nicht deutscher Meister wird. Auf jeden Fall muss ich sagen, die letzten Jahre hat man oft am FC Bayern gezweifelt, weil es auf dem Transfermarkt wirklich nicht ganz so rund lief. Man hat aber eine Achse aus Neuer, Kimmich, Müller und Lewandowski, die absolut qualitativ und von der Mentalität her und der Qualität her einfach überragend ist, und das reißt auch die Mitspieler mit. Und auch wenn es mal Positionen gibt, wo mal nur ein Spieler aus der zweiten Mannschaft spielt, wo es auf jeden Fall auch Probleme gibt, besonders in der Kaderbreite, hat man immer noch sehr, sehr viel Qualität auf dem Platz. Und ein weiteres Problem ist halt, dass Vereine wie der VfL Bochum Spiele gegen den FC Bayern München einfach nur herschenken, auch vor allem in München, und das gefällt mir gar nicht. Und ich finde, jeder Verein sollte versuchen, mindestens einen Punkt gegen die Bayern mitzunehmen, weil es ist möglich. Aber zurück zur Frage, ob der FC Bayern München mal nicht Meister wird. Auch wenn der FC Bayern jetzt komplett konstant spielt und 90 Punkte holt, kann es natürlich noch ein Team geben in der Bundesliga, das 92 Punkte holt. Es braucht eben auch mal ein einziges anderes Team in der Bundesliga, das extrem konstant spielt und ganz viele Punkte holt. Und welches Team so eins sein könnte, dazu kommen wir später nochmal. Kommen wir auf jeden Fall zu den Fragen von Paul Paulsen. Ich weiß nicht, ob ich deinen echten Namen hier jetzt sagen darf, aber Grüße gehen an dich raus. Du bist auf jeden Fall ein guter Freund von mir. Und er möchte wissen, wer es denn endlich mal schafft, den FC Bayern von Platz 1 zu vertreiben. Das ist seine erste Frage, und ich glaube, es gibt keinen Verein, der irgendwie so husch, husch macht. Und dann verzieht sich der FC Bayern von dort besser. Nee, Spaß beiseite. Die Frage haben wir ja auch gerade bei Planalysen so ein bisschen beantwortet. Und später kommen wir auch nochmal dazu, welche Vereine es denn schaffen könnten. Aber deine andere Frage ist, wer wird denn jetzt das nächste Mal Weltmeister? Und die WM in Katar werde ich versuchen nicht zu schauen. Ich hoffe, ich halte es durch und werde die WM am besten gar nicht schauen, kein einziges Spiel. Von dem her ist es mir auch relativ egal, aber ganz egal kann es mir als Fußballfan natürlich nicht sein. Favoriten könnten auf jeden Fall England und Frankreich schon wieder sein. Sie haben immer noch sehr, sehr junge und sehr, sehr starke junge Spieler. Da haben sie immer noch einige, und sie haben auch sehr wertvolle A-Nationalmannschaften, weswegen sie auf jeden Fall Favorit sein könnten. Und als Deutscher beginne ich auch ein wenig das Träumen. Unter Hansi Flick läuft das bisher so gut, und auch mit Jamal Musiala und Florian Wirtz hat man jetzt auch zwei gute Talente, also Paul Paulsen. Deutschland darf man auf jeden Fall nicht wegstreichen. Nun kommen wir zu den 8 Fragen von Leon, dem ganz echten Detektiv. Grüße gehen raus an dich. Danke, dass du so viele Fragen gestellt hast und auch etwas persönlichere. Also ja, starten wir gleich los mit seinen 8 Fragen. Er möchte meine Lieblingsvereine aus der zweiten und dritten Bundesliga hören. Und auch wenn es langweilig klingt, in der dritten Liga verfolge ich am intensivsten 1860 München. Und in der zweiten Liga mag ich den SV Werder Bremen am liebsten. Beide Vereine mag ich ziemlich gerne, besonders den SV Werder Bremen. Wenn ihr aber noch einen typischen Zweitligaverein hören wollt, der nicht gerade eben abgestiegen ist, dann ist es der erste FC Heidenheim. Was dort passiert, finde ich absolut sympathisch, auch mit dem Trainer. Ich mag den Trainer gerne, und darum der erste FC Heidenheim. Und in der dritten Liga mag ich tatsächlich tendenziell die zweiten Vereine gerne, wie zum Beispiel Bayern München 2, Borussia Dortmund 2. Dort sind einfach viele Talente, und ja, schaue ich mir deswegen gerne an und freue mich tatsächlich auch, wenn sie gewinnen. Auch wenn es natürlich Blödsinn ist, wenn sie dann Erste sind, aber nicht aufsteigen können, und dann der Zweite, der Dritte und der Vierte eben aufsteigen. Das ist natürlich ein bisschen dumm immer, aber die zweiten Vereine in der dritten Liga mag ich auch ziemlich gerne. Und der ganz echte Detektiv möchte von mir, einem Leverkusen-Fan, wissen, was ich glaube, wie viele Tore Patrick Schick erzielen wird. Und Patrick Schick ist ein Spieler, der hatte eine sehr, sehr starke EM. Bei Bayern 04 Leverkusen hat er noch stärkere Vorlagengeber um sich herum. Florian Wirtz und Moussa Diaby und Kerim Demirbay, das sind alles Spieler, die sind sehr stark, was Pässe und vorletzte Pässe und Vorlagen betrifft. Also Patrick Schick hat natürlich auch gute Spieler um sich rum, die ihm da helfen könnten. Ich glaube, er macht 15 plus Tore. Ich finde zwar zum Beispiel, dass er nicht so kopfballstark ist, wie es oft gesagt wird, trotz seiner Größe,
aber bisher lief es ja schon sehr, sehr ordentlich für ihn. Hat eine ziemlich starke Torquote und ich glaube, Patrick Schick wird 15 plus Tor machen. Keine 20 plus Tore, so wie es Christoph gesagt hat bei Wund Football, aber ich glaube, 15 Tore sind für Patrick Schick drinnen. Dann möchte er wissen, welchen Sport außer Fußball ich noch gerne mag. Und wenn ich Sport schaue, dann schaue ich eigentlich nur Fußball, um ganz ehrlich zu sein. Ich schaue keinen anderen Sport. Ich schaue sehr, sehr viel Fußball und dann noch einen anderen Sport anzuschauen. Da fehlt mir einfach die Zeit. Ich möchte dann auch noch rausgehen und selbst Fußball zu spielen. Aber abgesehen vom Ansehen spiele ich noch Basketball. Ich gehe in einen Basketballverein. Ich liebe Basketball zu spielen, aber Ansehen Basketball, das geht nicht. Früher war ich auch noch im Taekwondo und im Tennis, aber habe ich beides mittlerweile aufgehört. Also ich bin selbst sehr sportlich, schaue aber nur Fußball. Und welche Games, Fußballgames ich gerne zocke, zum Beispiel, er hat mir hier mehrere Games genannt. FIFA spiele ich ab und zu bei Freunden. Ist ganz nett, aber ich persönlich, ich habe kein FIFA und zocke das auch nie bei mir zu Hause. Und Fußballmanager oder VR Football klingt sehr interessant. Wenn ich mal die Zeit habe, möchte ich das auf jeden Fall unbedingt mal ausprobieren. Hab selbst mal im Familienkreis ähnliche Spiele gestaltet, die natürlich nicht so gut waren wie die, weil ich nur eine Person bin und da noch sehr jung war. Aber ich habe auf jeden Fall selbst mal so ein Spiel gestaltet und ich möchte auf jeden Fall, wenn ich Zeit habe, mich mal an VR Football setzen und das auf jeden Fall mal ausprobieren, weil das klingt auf jeden Fall sehr interessant. Aber ansonsten spiele ich eigentlich aktuell wenig. Ich schaue nach. Leons nächste Frage. Welches Leverkusen-Trikot der letzten 10 Jahre gefällt dir am besten? Und wichtig ist mir, dass die schönen Vereinsfarben schwarz und rot gut kombiniert sind, dass beide gleich gut verteilt auf dem Video drauf sind. Beide Farbelemente, letztes Jahr war es ja zum Beispiel so ziemlich schwarz, haben mir die roten Elemente ein bisschen gefehlt. Da war auf jeden Fall zu wenig Rot dabei, auch wenn es von vielen sehr hoch gerankt wurde. Das aktuelle Trikot, das finde ich absolut super. Finde ich, bei jedem Heimspiel freue ich mich riesig auf die Trikots. Erinnern auch an die alten Zeiten in den 90er Jahren, wo wir auch wirklich sehr, sehr stark waren. Und das Trikot von 2015-16 gefällt mir auch sehr, sehr gut. Das von 18-19 auch sehr, sehr gut. An die Trikots von davor kann ich mich nicht so gut erinnern, aber habe ich auch reingesehen, war kein spektakuläres dabei. Ich finde eigentlich alle Leverkusen-Trikots ziemlich schön, weil ich auch unsere Vereinsfarben gerne mag. Rot und Schwarz ein Leben lang. Wann denkst du, kann wieder ein Talent den Ballon d'Or gewinnen? Ich möchte mich jetzt nicht auf ein Jahr, wie er hier es wollte, festlegen, aber ich glaube, es könnte bald der Fall sein, weil Ronaldo und Messi, die Ära geht ja jetzt dem Ende zu, die neigt sich dem Ende zu. Und es ist auf jeden Fall lange her, ich wünsche mir auf jeden Fall, und Haaland und Mbappé sind immer noch in einem Talentalter, auch wenn man sagen muss, um den Ballon d'Or zu bekommen, muss man natürlich nicht die meisten Tore schießen, sondern auch Titel gewinnen, soweit ich weiß. Und da ist Erling Haaland beim BVB natürlich nicht so gut. Ich könnte mir vorstellen, dass Mbappé vielleicht den Ballon d'Or gewinnt, wenn PSG die Champions League gewinnt. Ich würde es mir auf jeden Fall wünschen, dass es mal wieder ein Talent ist. Ist auf jeden Fall eine interessante, aber schwer zu beantwortende Frage. Die achte und letzte Frage von Leon, dem ganz echten Detektiv, ist eine ähnliche Frage, wie Paul Poulsen es auch wissen wollte. Welche Mannschaft, glaube ich, hat in den nächsten Jahren das größte Potenzial, den FC Bayern vom Thron zu stoßen und deutscher Meister zu werden? Als erstes reden wir über RB Leipzig und Borussia Dortmund. RB Leipzig wird leider in den nächsten Jahren oben mitspielen. Dieses Jahr werden sie nicht deutscher Meister, definitiv. Aber sie werden leider in den nächsten Jahren oben mitspielen, auch wenn ich es mir bei RB Leipzig nicht wünsche. André Silva funktioniert bis jetzt noch nicht, aber das war bis jetzt immer so bei seinem Verein. Der wird schon noch explodieren, denke ich. Und ich glaube sogar, er wird 15, 20 Saisontore erzielen, mindestens. Und hinten drin, Simankan und Guardiola ist auch sehr stark. Und die Spielphilosophie von Jesse Marsch muss natürlich noch ein bisschen ankommen. Aber ich glaube auf jeden Fall, RB Leipzig wird auf Dauer leider wieder oben mitspielen. Und Borussia Dortmund ist natürlich die Frage, ob nächstes Jahr Erling Haaland geht, ob sie danach, wenn sie einen guten Ersatz finden,
nochmal mitspielen können. Aber ich glaube, Leipzig und Dortmund sind die einzigen Vereine, denen es in den nächsten Jahren schaffen könnte. Ich weiß natürlich nie, was noch bei Transfers passiert. Über Bayern 04 Leverkusen möchte ich nicht reden. Ich würde gerne die dazu dichten, aber da fehlt bei mir, denke ich, immer noch etwas. Aber zu denen kommen wir auch später nochmal, bei den Fragen von Julius Fischer. Und wo wir auch später nochmal kommen, ist bei Borussia Dortmund die Defensive. Da kommen wir jetzt auch gleich bei Julius Fischer nochmal dazu. Und ja, kommen wir einfach zu den Fragen von Julius Fischer. Frage Nummer 1. Hat der BVB dasselbe Problem wie der FC Bayern letzte Saison unter Flick? Zu viele Gegentore hinten kassiert und dann muss Lewandowski bzw. Haaland den FC Bayern bzw. den BVB noch retten. Zu viele Gegentore hinten kassiert. Es ist auf jeden Fall so beim BVB. Egal welcher Trainer und egal welches Spielerpersonal, das haben die Pöllers auch nach dem Spiel gegen Union gut angesprochen. Immer hat der BVB ein Standardproblem. Der BVB hat auf jeden Fall ein großes Problem bei Standardgegentoren und das muss sich auf jeden Fall noch verbessern. Ansonsten zur Defensive muss ich dazu sagen, man hatte auf jeden Fall personelle Probleme. Rechts hinten, links hinten, Hummels, Guerreiro, Meunier, da hatte man personelle Probleme. Und ich finde tatsächlich, Akanji ist ein sehr guter Bundesligaspieler. Er hat ein klasse Aufbauspiel und spielt klasse Pässe nach vorne. Aber defensiv hat Manuel Akanji, finde ich, auch immer wieder Probleme beim Stellungsspiel und auch ein wenig beim Zweikampfverhalten. Und da ist für mich auf jeden Fall Manuel Akanji nicht ganz da. Aber mal schauen, ob sich die Defensive jetzt stabilisiert, auch mit Mats Hummels. Und dann Axel Sagadou finde ich auch sehr, sehr, sehr stark. Ist leider sehr, sehr oft verletzt, aber dann Axel Zagadou könnte man auf jeden Fall auch mal etwas häufiger spielen lassen, wenn er denn fit ist. Und ja, die BVB-Defensive, denke ich, wird auf jeden Fall stabiler werden. Und sie haben nicht ganz dasselbe Problem, wie die Bayern es letztes Jahr haben. Beide haben natürlich mit Neuer und Kobel einen sehr guten Keeper, aber sie haben nicht ganz so das Problem, wie die Bayern es letztes Jahr ha hatten, auch wenn sie letztes Jahr natürlich auch unter Flick eine extrem heftige Offensive haben. Hoffen wir, dass der BVB auch eine extrem heftige Offensive haben wird, denn ich wünsche mir, dass der BVB dieses Jahr Meister wird. Ganz einfach, wir brauchen einen anderen Meister und der BVB kann es noch schaffen. Die nächste Frage von Julius Fischer. Kann Lewandowski seinen Torrekord von 41 Saisontoren in dieser Bundesliga-Saison nochmal übertreffen? Letztes Jahr hat er gesagt, er sei bei 90%. Ich glaube, jetzt war er bei 100%. Lewandowski wird noch lange auf einem Top-Niveau spielen. Das sagt er auch, das will er auch. Aber 41 Tore, das schafft er nicht mehr. Ganz ehrlich, das schafft er nicht mehr. 41 Tore schafft er nicht mehr. Aber etwas zwischen 30 und 40, das schafft er schon noch. Bisher ist es natürlich unglaublich, seine Trefferquote schon wieder in der Bundesliga. Aber 41 Tore schafft er nicht. Wieso bricht in dieser Saison Bayern 04 Leverkusen nicht wieder in der Rückrunde ein? Das ist tatsächlich eine sehr, sehr gute Frage. Das war öfter so, dass sie entweder einen schwierigen Start hatten oder eben letztes Jahr nach dem 12. Spieltag in der Rückrunde eingebrochen sind. Das Ding war, letztes Jahr war der Bayern 04 Leverkusen-Kader nicht so stark wie dieses Jahr. Letztes Jahr hatte man 12 überragende erste Spieltage, weil Peter Bosz einen richtig, richtig starken Spielstil in die Mannschaft eingeimpft hatte, mit der man sehr, sehr stark spielen konnte. Nur das Problem war, dieser Spielstil wurde dann eben durchschaut nach 12 Spieltagen und so lief es dann nicht mehr mit diesem Spielstil und da hätte Peter Bosz auf jeden Fall sein System oder seine Taktik ein wenig umstellen können. Ein weiteres Problem ist natürlich auch, dass es dort viel Verletzungspech gab, aber wenn wir dieses Jahr kein Verletzungspech haben, dann brechen wir nicht ein und Seoane ist auch ein Trainer, der taktisch sehr flexibel ist, der seine Mannschaft alle taktischen Vorgaben geben kann. Und ich glaube, wenn wir kein Verletzungspech haben, könnte Bayer 04 Leverkusen ziemlich konstant spielen, dann am Ende auch in der Champions League landen. Ja, das waren meine Antworten an Julius Fischer. Danke für deine Fragen.
Und ich sehe schon, wir nehmen schon 20 Minuten auf. So lange sollte das Video nicht gehen. Aber es gibt noch eine Frage vom guten VfB-Update. Wie findest du Stuttgarts Marmoush? Ich habe letztens mit ihm in einem BVB-Leverkusen-Tag auf Talk auf seinem Kanal geredet. Könnt ihr auf jeden Fall gerne vorbeischauen und ihn auch abonnieren. Dort hat er schon von Marmoush geschwärmt. Marmoush ist zwar schon 22 Jahre alt, das heißt, er ist ein junger Spieler, aber kein extremes Talent, aber auf jeden Fall ein junger Spieler mit großem Potenzial nach oben. Marmoush ist ein sehr guter Spieler und zwar nicht nur was das Spiel mit Ball betrifft, auch was Pressing betrifft, finde ich Marmoush sehr gut. Ich habe ihn mir ein bisschen angeschaut, ein paar Videos mit Einzelaktionen angesehen und das hat mir auf jeden Fall gefallen und ich glaube, Marmoush könnte beim VfB auf jeden Fall Stammspieler werden. Und ja, auch seine Scorerpunkte machen und natürlich Dribblings machen, mit dem er sich viel Raum verschafft. Ich halte auf jeden Fall viel von Marmoush, du auf jeden Fall auch, das weiß ich. Und das war's dann von allen euren Fragen. Nochmal vielen Dank an alle, die mir die Fragen gestellt haben. Wenn ihr Bock auf noch ein Q&A habt, könnt ihr es mir jederzeit gerne schreiben. Hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Und ja, wir sehen uns dann demnächst zu einem anderen Video. Ich würde sagen, wir hören auf und ciao.